Hi, ich bin der Stefan von der Rennrad und ich zeige euch heute mal, wie man die Schaltung beim Rennrad einstellt. Die kann sich ganz leicht verstellen, wenn man das Rad transportiert hat oder einen kleinen Sturz hatte oder auch wenn man nur ein Hinterrad auswechselt. Um die Schaltung einzustellen, schalten wir zuerst mal auf das Ritzel. Jetzt stellen wir den äußeren und den inneren Anschlag ein. Das machen wir über die Stellschrauben. Die sind bei Shimano mit H und L markiert. High steht für High Gear und L für Low Gear. Das heißt, auf dem kleinen Ritzel stellen wir mit High Gear ein. Der Anschlag ist dann richtig eingestellt, wenn die Leitröllchen genau unter dem Ritzel stehen. An dieser Stellschraube kann man das verstellen. Wir sehen jetzt, dass die Leitröllchen ein bisschen nach außen stehen. Mit einer Linksdrehung kommt das Schaltwerk ein bisschen nach innen. So ist es perfekt. Das gleiche machen wir jetzt mit dem inneren Anschlag. Hier ist die L-Schraube zuständig. Es empfiehlt sich immer nur eine halbe oder auch nur eine Viertelumdrehung zu machen, um dann nochmal zu kontrollieren, ob alles passt. So kann man sich auch merken, wie viel man schon gedreht hat und kann eventuell zurück korrigieren. Passen die Anschläge, stellt man noch mit der Spannschraube, mit der man den Zug hier spannen kann, ein, dass die Kette gut von einem Ritzel auf das nächste springt. Dazu probiert man einfach mal aus, wie die Kette läuft. Sieht jetzt hier, dass sie nicht so gut nach unten klettert. Dann gibt man ihr ein bisschen mehr Spannung, kontrolliert alle Gänge durch. Hier so ein bisschen drehen. Passt. Jetzt stellen wir noch die Anschläge beim Umwerfer ein. Hier ist die äußere Schraube für den äußeren Anschlag und die innere Schraube für den inneren Anschlag zuständig. Die Kette sollte nicht am Leitblech schleifen, wenn man auf dem größten Gang fährt. Tut sie das, dreht man ein bisschen nach links, dann kommt der Umwerfer nach außen. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem inneren Anschlag. Dazu schalten wir auf das kleine Kettenblatt und das größte Ritzel. Hier muss die Kette bzw. das Leitblech so verlaufen, dass nicht streift. Sollte das streifen, korrigiert man das an der inneren Schraube, dreht man nach links, bewegt sich das Schaltwerk nach innen. So, ihr habt jetzt gesehen, dass es gar nicht so schwierig ist, eine Rennradschaltung einzustellen. Ich hoffe, bei euch klappt es auch. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.